Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch Scrabble vor. Und zwar 70 Jahre Scrabble in dieser Box. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Ja, wir stellen euch auch mal Klassiker vor und ihr habt es euch gewünscht. Und zwar mehrfach wurde Scrabble gewünscht und ich habe das ein oder andere Video zu Scrabble bereits gedreht, auch mit Scrabble-Türmen. Das verlinke ich an dieser Stelle. Und vielen Dank für die Kommentare. Und ihr habt gemerkt, der Jörg ist jetzt nicht gerade der beste Scrabble-Spieler und die ein oder andere Hilfestellung habe ich auch in den Kommentaren von euch bekommen. Herzlichen Dank. Das können wir hier übrigens nachvollziehen oder ähnlich dann spielen, weil ja, da tue ich mir etwas schwer. Aber wir sind ja beim Spiel. Scrabble 70 Jahre, in dem Fall 2 bis 4 Spieler 10 Jahre. Ich möchte es demonstrieren und zeigen mit der Silke in dem Fall. Das heißt, ich sage ganz kurz was zum Spielmaterial, zu den Abläufen, sofern ihr Scrabble noch nicht kennt. Ganz in Kürze, es geht insbesondere darum, dass ihr einen Eindruck bekommen könnt, was in dieser 70 Jahre Scrabble Box dann steckt. Und am Schluss gibt es wie gewohnt ein kleines Fazit. Auffallend ist es natürlich, wenn man hier diesen Spielplan sieht. Der ist schon recht nobel gemacht, also richtig schön in dem Fall mit diesen Goldzügen dann teilweise. Also sowas stellt man sich dann auch vor, wenn es darum geht, so eine Jubiläumsedition, so eine 70 Jahre Edition dann rauszubringen. Das Ganze kommt dann in so ein Säckchen, das stellen wir nebendran. Hier sind die ganzen Spielsteine enthalten. Ich zeige die noch einmal, weil der ein oder andere interessiert sich vielleicht bezüglich der Qualität der Steine. Die haben wir hier und die kommen in das Säckchen. Jeder hat dann auch so eine Bank. Ich zeige euch jetzt schon mal den Buchstaben. Dann wisst ihr vielleicht mehr als ich dann nachher. Das heißt, 7 dieser Steine ziehe ich. Wir haben das vorhin dann ja aus dem Säckchen gezogen, wie man das macht. Das heißt, jeder zieht einen Buchstaben, der wo näher am Alphabet liegt, vorne der beginnt. Ja, und das war schon mal die Silke. Ob sie dann am Ende vorne liegt, schauen wir einfach mal. Die Anleitung, die habe ich hier. Das ist etwas komisch und ja, in dem Fall vom Format, aber stört jetzt nicht weiter. Hier sind im Prinzip die Regeln und man hält sich natürlich auch an den Regeln, wie gespielt wird. Das heißt, ihr habt 7 Steine vor euch. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Steine anzulegen bzw. hier über das Eck zu bilden. Es werden natürlich die Punkte gebildet, die hier auf den Buchstaben hinterlegt sind. Dafür bekommt ihr Punkte und es gibt natürlich noch extra Punkte wie hier doppelter Buchstabenwert oder andere Bereiche hier doppelter Wortwert, sofern ihr natürlich mit euren Steinen die einzelnen Felder verbaut. Weitere Beispiele werden hier erklärt, auch hier dieses Brückenbeispiel, wer Scrabble kennt, der kennt sich ja ein bisschen auf jeden Fall aus. Wenn ich dran bin, lege ich nämlich Steine an, klar am Anfang in der Mitte, ich lege sie an und ich kann natürlich im weiteren Verlauf bzw. ich muss andere Wörter verbinden, verlängern, von vorne nach hinten bzw. Erweitern. Da gibt es verschiedene Optionen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, als zweite Option in dem Fall Steine zu tauschen. Auch diese Option habt ihr. Und das dritte ist das Passen. Aber ja, wenn man zu oft passt bzw. über 2 Runden hinweg, dann wird das Spielende eingeläutet oder ein Spieler hat keine Steine mehr und es können keine Steine mehr nachgezogen werden. So viel zum Spielende. Was ganz wichtig ist und was gerne vergessen wird, deswegen haben wir auch genau nochmal drauf geguckt. Auch es gibt ja durchaus die ein oder andere Version, wie man es ein bisschen anders spielt. Man bekommt 50 Punkte, das schaffe ich niemals. Deswegen sage ich es euch, weil ich schaffe das eh nicht. Und zwar, wenn man alle seine 7 Buchstaben Steine gelegt hat. Dann gibt es also nochmal 50 extra Punkte. Könnte der Silke gelingen, aber mir mit Sicherheit nicht. Aber schauen wir einfach mal. Ich würde einfach mal sagen, das meiste habe ich jetzt schon gesagt. Es gibt da noch auftretende Fragen. Das finde ich übrigens gar nicht schlecht. Das heißt, selbst wenn man Scrabble schon Weile nicht mehr gespielt hat und ein paar Unklarheiten sind, weil es gibt durchaus Hausregeln bei dem einen oder anderen Spieler tatsächlich bei diesem Spiel. Da hat man auf jeden Fall noch eine Option. So, bevor wir beginnen, hier nochmal auch eine schöne Übersicht, Verteilung, Buchstabensteine, welche wie oft dann vorkommen, das ist auch ganz wichtig. Und auch so ein Thema, welche Wörter sind denn erlaubt? Naja, ein scharfes Wort ersetzt durch ein Doppel-S. Es heißt auch in der Anleitung, dass man sich ein Wörterbuch zugrunde legen soll. Und das immer wieder beim Thema, das spielt der ein oder andere dann doch ein bisschen anders, was die Wörter dann angeht. Also
ja, ein Wörterbuch daneben legen oder in der heutigen Zeit einfach danach googeln. Dann findet ihr je nachdem auch einen Eintrag im Internet. Aber jetzt fangen wir an. Die Silke beginnt. Die hat wahrscheinlich schon mindestens ein Wort. Und je nachdem muss ich zwischendurch alles mal schneiden, weil beim Jörg geht es dann doch etwas länger. So, und sie bekommt dann in dem Fall gleich die 4 Punkte dann gut geschrieben. Schon mal ein super Anfang. So, und jetzt komme ich. Und jetzt hoffentlich, ich zeige es euch. Ich brauche immer Hilfe hier ein bisschen. Ich rate aber parallel mit, beziehungsweise ich versuche das Beste rauszufinden. So, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt habe ich doch tatsächlich was gefunden. Ich fasse es nicht. Ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen stolz. Ich habe jetzt hier Mund. Ich weiß es nicht, was ihr habt. Vielleicht habt ihr ein besseres Wort. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. So, so könnt ihr ein bisschen mitraten. Dreifacher Buchstabenwert in dem Fall. Das ist richtig cool. Das sind 9 Punkte. Ich glaube, jetzt können wir aufhören. Dazu muss ich passen, aber die Silke wird nicht passen. Egal. Also hier und dann in dem Fall die einzelnen Buchstaben. Das heißt 9, 10, 11, 12 Punkte. Wow. Ich glaube, so gut war ich schon lange im Scrabble. Aber es ändert sich. So, ich werde euch jetzt auch nicht die komplette Sequenz dann zeigen. Das eine oder andere werden wir auf jeden Fall überspringen. Ich ziehe auf jeden Fall wieder nach. Die Silke hat auch schon nachgezogen. Sie rät natürlich jetzt schon, was für Möglichkeiten sie hat. Da braucht ihr ja gar nicht helfen. Die hat eigentlich immer so einen guten Blick. Die Buchstaben von mir zeige ich euch natürlich auch. Ich hebe das hier ein bisschen daneben. Dann könnt ihr je nachdem auch schon ein bisschen schauen, wobei ich mich auch konzentrieren muss. Beziehungsweise die Silke legt ja auch noch ab. Aber ihr merkt, am Scrabble, an der Scrabble-Tradition ist man hier treu geblieben, was jetzt hier den Bereich dann angeht. Ich finde es auch richtig schön gemacht, richtig edel gemacht. Aber dazu auch später im Fazit mehr. Wenn ihr jetzt ein Wort habt, dann schreibt es in die Kommentare, weil, Silke, wir gucken, ich will nämlich tauschen. Ich werde nämlich jetzt die zweite Option nehmen, ich will tauschen. Ich habe da unten jetzt ein bisschen probiert, ihr merkt, ja, da brauche ich ein bisschen Hilfe teilweise, weil mit dem E habe ich jetzt versucht, was zu bilden, in dem Fall, mit einem Vokal. Jetzt A habe ich jetzt gesucht, zu Wasser wäre ganz cool gewesen, gegangen. Aber ich habe trotzdem gesagt, ich tausche um. Daran halte ich mich auch, weil ich wollte die Doppelnen umtauschen. Und ich gebe das S und das F in dem Fall ab und ziehe 2 neue. Ja, der eine oder andere wird sagen, nein, Jörg, hättest du doch das gelassen. Ja, aber ganz toll, ich ziehe wieder ein S. Hat sich also schon gelohnt. Aber hier zumindest hier. Du kannst mal gucken, das S kommt auch. Genau, S kommt auch vor. Naja, gepasst und dann kommt die Silke dran. Mal schauen, wie viele Sequenzen wir euch noch zeigen. Ansonsten werde ich gleich ein bisschen weiterspringen. Schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt. Natürlich wollen wir euch das nicht bis zum Ende zeigen. Immer wieder gecuttet, sonst geht das Video ja länger. Ihr dürft allerdings auch noch mal ein bisschen mitraten, weil der Jörg steht wieder auf dem Schlauch. Ich überlege natürlich, ob ich das Y abgebe, der eine oder andere. Ich weiß nicht, wie es ihr spielt, ich gebe die gerne ab, weil ich einfach sage, da ein Wort zu bilden, das fällt mir sowieso schwer. Ich bin schon froh, wenn ich mit der normalen was bilden kann. Ich weiß nicht, gibt es bei euch welche, die das Y dann eher behalten? Könnt ihr natürlich auch gerne mal in den Kommentar reinschreiben, weil wenn es dann natürlich doppelte, dreifache Punkte gibt, dann ist das natürlich super. Aber das sind solche unliebsamen Buchstaben, die mag ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt immer noch im Überlegen die ganze Zeit. Mir fällt immer noch nichts ein. Okay, die Silke hilft mir jetzt nochmal. Ist in dem Fall, das palten wir jetzt einfach. Geht da noch was? Okay, ihr könnt es auch reinschreiben, aber doppelter, dreifacher Wortwert ist ja auch nicht schlecht. In dem Fall 3 Punkte hätte ich. Dreifach, dank Silke, sind es jetzt 9 Punkte. Und ja, ich denke, die weiteren Sequenzen werden wir jetzt wahrscheinlich überspringen. Ich ziehe wieder Stein nach. Das Prinzip ist wahrscheinlich auf jeden Fall klar. Und ich glaube, wir spielen noch und dann komme ich zum späteren Zeitpunkt dann zum Fazit. So, 1 Stunde später und daran merkt ihr schon, wie lang das gehen kann. Also zumindest bei uns geht es circa 1 Stunde, weil gerade am Schluss sucht man natürlich mit dem letzten Buchstaben natürlich noch das passende Wort, dass da noch ein paar Pünktchen gibt. Ansonsten ist bei uns auch oft so, weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn es aussichtlos ist, dann passt man, wenn man keine Möglichkeit mehr sieht und euch das passen, 2 Runden, dann ist sowieso das Spiel beendet und dann hat der Spieler mit den meisten Punkten gewonnen. Scrabble ist ein Spiel,
das es schon, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte gibt, immer wieder in neuen Formaten in dem Fall. Das ist jetzt in dem Fall ja die diese Ausgabe vom Bild, Scrabble 70 Jahre in dem Fall, Kreuzwortspielmarke in dem Fall. Es ist ein sehr beliebtes Spiel, sonst hätte sich es wahrscheinlich der ein oder andere auch nicht gewünscht, dass ich das mal zeige. Mal schauen in Zukunft, welche weiteren Versionen anstehen, dass ich euch auch in Zukunft vielleicht die ein oder andere Version zeigen kann. Ist natürlich auch ungewöhnliches Spiel, auch für diesen Kanal, aber ihr habt ja gesehen, ich schaue mir auch gerne mal ältere, aber auch neuere Spiele dann auch wenn es mal so ein Spiel ist. Ich bin mal gespannt, wie das Scrabble-Thema auf jeden Fall die nächsten Jahre weitergeht. Ich bin mir sicher, es geht weiter. Es ist natürlich ein Spiel, wo man ja allzu viel erklären braucht man nicht. Das Einzige, wo es Probleme gibt bei dem Spiel, das sind die Wörter, das heißt jetzt namentliche Nennung etc. Da müsst ihr euch auf jeden Fall im Vorfeld einigen, ob solche Wörter gelten oder ihr legt dann wirklich einen Duden daneben, sofern ihr überhaupt noch einen Duden habt in der heutigen Zeit, muss man auch sagen, oder ihr googelt nach einem Begriff, ob es das Wort dann überhaupt geht wahrscheinlich schneller, oder bei uns ging es auf jeden Fall schneller, weil das eine oder andere Wort hatten wir auch, wo man sich nicht sicher ist, ob das auf jeden Fall gilt. Altersangabe 10 passt auf jeden Fall, klar, es ist jetzt nicht unbedingt jetzt was für Grundschüler, man sollte schon auf jeden Fall Kenntnis haben, was die Buchstaben und die Wörter angeht und ein bisschen Erfahrungswert dann auch haben, dann funktioniert es natürlich super. Also eher ein Spiel für die Erwachsenen, so muss man es auch sagen, oder für die Jugendlichen, wo dann doch mehr Wortschatzerfahrung dann haben. Unabhängig, ihr habt es jetzt gemerkt, wir haben es zu zweit gespielt, es funktioniert zu zweit genauso gut wie zu dritt, zu viert. Ärgerlich ist jetzt nur, wenn man mit vier Leuten am Tisch sitzt und so ein Grübler dabei, wo man dann wirklich sich nebenbei noch einen Tee oder einen Kaffee holen kann. Auch das habe ich schon erlebt. Es ist aber auch kein Spiel, was ich wirklich regelmäßig spiele. Klar, die Auswahl ist ja riesig. Ihr seht es ja auch bei den Videos, die ich habe. Ich sage jetzt nicht nein, nicht ja. Es muss einfach passen von der Situation. Und heute Abend war jetzt wieder so ein Tag, wo ich gedacht habe, komm, jetzt zeigen wir das Scrabble mal gerade, weil wir auch schon diese Edition dann haben, um das euch natürlich auch mal vorzustellen. Es gibt natürlich auch andere Editionen, die ich ja dann eingebunden habe, glaube ich, im Verlauf des Videos oder am Anfang, wo Scrabble in dem Fall auch gespielt wurde. Die fand ich auch gar nicht schlecht, weil sie einfach ein bisschen anders waren. Aber hier, das ist quasi das traditionelle Scrabble, was ihr hier serviert bekommt. Wer es noch nicht hat, also die Jubiläumsedition, es gibt ja auch verschiedene Ausgaben von Scrabble. Die sehen teilweise schon richtig cool aus. Man kann natürlich auch zu dem Standard Scrabble mit grüner Oberfläche, glaube ich, in dem Fall greifen. So das traditionelle, in dem Fall, die habt ihr sicherlich auch. Ich weiß gar nicht, wo die bei mir, die steht auch irgendwo auf jeden Fall. Aber das Goldene in dem Fall macht schon ein bisschen her, schöner auf jeden Fall sieht es aus. Aber es ändert nichts daran, dass ihr die passenden Buchstaben bzw. die Wörter finden müsst. Zum Abschluss sage ich jetzt schon mal Danke für den ein oder anderen Kommentar, der mich jetzt vielleicht verbessert hat. So wie im letzten Video zu Scrabble gab es auch den einen oder anderen Hinweis, wo es hieß, Jörg, da war noch ein besseres Wort, was man hätte bilden können. Ja, ihr merkt, der Jörg ist jetzt nicht so der Scrabble-Profi, aber ich bin jetzt auch nicht abgeneigt von dem Spiel. Es muss allerdings einfach passen, was die Situation, was den Abend angeht. Es muss einfach passen und es hängt natürlich davon ab, wie viele Spiele ihr als Auswahl habt und wie tief ihr euch in Regeln einlesen wollt. Hier zwar sind die Regeln enthalten, das sieht nach viel aus, ist aber recht wenig. Ihr braucht euch im Vorfeld eigentlich nicht die Regeln durchlesen. Ihr schaut euch die wichtigsten Punkte an und das Spiel erklärt sich damals wie heute quasi von alleine. Ja, ich denke, das waren alle Infos. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, warum ihr, je nachdem, auch gern Scrabble spielt. Ob ihr einfach sagt, ihr spielt lieber so traditionelle Spiele anstatt irgendwelche neueren Spiele. Und da biete ich ja natürlich von jung bis alt natürlich auch eine große Auswahl an. Ich denke, das waren aber alle wichtigen Infos zu Scrabble. Ich sag tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.